Flammeninferno in Passau. In der Nacht auf Donnerstag sind in Passau-Grubweg an der B12 20 Fahrzeuge gleichzeitig in Flammen gestanden. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Zu dem Brand kam es gegen 2.30 Uhr auf dem Firmenparkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers und einer Heizungsfirma an der Bayerwaldstraße. Nach knapp einer Stunde konnten die Feuerwehren die Brände löschen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge und Gebäude verhindern. Diese wurden lediglich leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die 20 betroffenen Autos sind hingegen komplett ausgebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Niederbayern bestätigte, beläuft sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Passau hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Wir können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage zu einer eventuellen Brandursache nennen. Allerdings, ja, die Ermittlungen gehen in jede Richtung. Wir schließen weder eine fahrlässige noch eine vorsätzliche Brandstiftung aus, ebenso wenig aber einen technischen Defekt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.